Der reichste Mensch der Welt hat noch viel mehr Kleiderbügel. Er könnte ganze Sporthallen mit Kleiderbügeln füllen. Wenn man in den Sporthallen keinen Sport mehr macht, kann man sie wenigstens für Kleiderbügel nutzen. Sporthallen, Konzertsäle, Fußballstadien und Diskotheken voller Kleiderbügel. Ich habe auch ein paar Kleiderbügel angesammelt. Die gehören eigentlich meiner Frau. Bald gehören sie dem reichsten Menschen der Welt. Wenn du reich bist, musst du noch reicher werden. Du musst reicher werden als die anderen Reichen. Du musst so reich werden, dass dir alles gehört. Alle Berge, alle Seen, alle Bäume, Wiesen und Äcker, alle Tiere und Autos, Fabriken, Supermärkte, Zeitungen, Fernsehsendungen, Gitarren, Gefängnisse, Fußbälle und Menschen. Auch ich gehöre bald dem reichsten Menschen der Welt. Ich muss alles machen, was er will. Ich muss ihm sogar meine letzten Kleiderbügel hergeben. Er braucht sie, damit er seine Kleider aufhängen kann. Weil ihm alle Kleider dieser Welt gehören, braucht er ganz viele Kleiderbügel. Er besitzt genügend Menschen, die ihm die Kleider auf die Bügel hängen. An Kleiderschränken hat er keinen Mangel. Weil es dem reichsten Menschen zu langweilig ist, zählt er seine Kleiderbügel. 1, 2, 3, 4 Millionen. Er hat wirklich nichts zum Lachen. Er merkt leider nicht, dass er gar nicht mehr genügend Lebensjahre hat, um all seine Kleiderbügel zu zählen. 1, 2, 3. Ei, ei, ei.